Der Immobilienmarkt ist ja sehr dynamischer, es bewegt sich sehr viel am Markt im Moment. Wir haben im Vergleich zum Vorjahr, im ersten Halbjahr heuer, um fast 14% mehr an Menge, mehr an Immobilien am Markt, die verkauft worden sind. Die Nachfrage ist aber weiterhin sehr, sehr gut, was auch natürlich das Angebot nicht ganz wiedergibt. Das heißt, wir haben eine sehr starke Nachfrage und haben aber eher ein geringeres Angebot, was dann natürlich Umkehrschluss die Preise halt auch leider für den einen oder anderen nach oben setzt. Dem kann man aber im Moment nur entgegenwirken, indem wir das Angebot erhöhen. Und das schaut jetzt nicht unmittelbar so aus. Angebot und Nachfrage bestimmt den Preis. Das ist auf der anderen Seite für den Verkäufer natürlich interessant, weil er für seine Immobilie sehr viel bekommt. Auf der anderen Seite, der sich Eigenheim schaffen oder erwerben möchte, für den wird es natürlich schwierig, weil halt extrem teuer Preis, ob das jetzt der Hauskauf, eine Immobilie, ein Erwerb ist oder ob das einfach ein Hausbau ist. Der Hausbau oder der Hauskauf hat drei Säulen. Auf der einen Seite ist es die Eigenmittel, auf der zweiten Seite gibt es Fördermöglichkeiten und auf der dritten Säule, welchen Finanzierungsbedarf habe ich? Ja, für den Käufer, glaube ich, ist es auch, wie schon gesagt, sehr wichtig, dass er frühzeitig beginnt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und sich überlegt, in welcher Rechtsform sozusagen erwerbe ich das alleine, erwerbe ich das mit meinem Partner, Partnerin oder vielleicht sogar die Großfamilie mitsammen. Ich empfehle sehr die Treuhandschaft und nicht dem Verkäufer vielleicht, weil der schon ein bisschen drängt oder so, im Bar etwas zu zahlen oder halt eben das direkt zu überweisen, weil es halt dann schon Probleme geben kann, wenn der Verkäufer vielleicht auch ein bisschen in Geldnot ist und das Geld vielleicht schon wieder ausgegeben hat und dann gibt es Probleme bei der Abwicklung oder bei der Durchführung. Und insofern wäre halt ein Treuhandkonto das sicherste, weil dann das Geld am Treuhandkonto liegt, bis der neue Eigentümer eingetragen ist und dann erst an den Verkäufer ausbezahlt wird. Wie es die Frau Magister ja schon angeführt hat, es gibt sehr viele Stolperfallen und das Wegerecht ist eines, das oftmalig unterschätzt wird, vor allem diese außerbücherlichen Belastungen, die halt langjährig gepflegt worden sind und dann kommt halt irgendeiner drauf, dass da nur eine Begehrlichkeit gibt. Das sind Dinge, die von einem Immobilienmakler, der seinen Job redlich betreibt, im Vorfeld, bevor er noch das Objekt platziert, nicht danach, sondern ich sage immer, bevor wir online gehen, sind die Dinge besprochen und geklärt und nicht später. Die Transparenz ist für mich ein zentrales Thema beim Liegenschafts- oder beim Immobiliengeschäft an sich, aber das ist beim Finanzieren, beim Vertragsrecht. Ich muss einfach dem Kunden klar sagen, um was es geht. Da sind sicher Dinge dabei, die manchmal nicht angenehm sind. Aber es gehört alles auf den Tisch gelegt und angesprochen. Und Transparenz ist in der Immobilienwirtschaft das A und O. Anders kann es nicht funktionieren. Und aus meiner Erfahrung wird keiner langfristig im Immobilienbereich gut aufgehoben sein, wenn er die Transparenz nicht ganz oben anheftet. Ja. Für mich gibt es immer zwei Faustformeln in der Finanzierung. Also es sollten zumindest 20-25% Eigenmittel vorhanden sein und die Kreditrate sollte maximal 30 bis zu einem Drittel des Einkommens ausmachen. Umso mehr Eigenmittel vorhanden sind, umso weniger ist der Finanzierungsbedarf und vor allem, wenn ich mich mit dem Gedanken spiele, mir ein Eigenheim zu erwerben oder zu errichten, dann zu versuchen, was ich mir als monatliche Rate einmal vorstellen kann, dass gleich einmal als monatliche Sparleistung zu hinterlegen. Also wir haben ja die zwei Welten. Wir haben auf der einen Seite den Käufer und wir haben auf der anderen Seite den Verkäufer. Ich würde den Verkäufer würde gerne als Tipp mitgeben, seine Immobilie mit einem Profi einzupreisen, weil wir da immer wieder die abenteuerlichsten Preise und auch Situationen erleben und glücklich gewählter Angebotspreis ist am Ende des Tages auch eine gut verkaufte Immobilie, das geht einher. Beim Kunden, der sich ein Eigenheim anschaffen will, sprich beim Käufer, geht es darum, diese Wege vorzeitig und frühzeitig zu machen. Ich muss in sehr kurzer Zeit sehr schnell wirklich ausschlaggebende für meinen Lebensabend. Ich muss Entscheidungen treffen, die einfach, das sind Lebensentscheidungen, aber die muss ich in sehr kurzer Zeit, weil einfach der Zyklus, der Kaufprozess, weil es eben so viele Interessenten gibt, auch sehr schneller. Ich muss schnell entscheiden können. Und darum muss ich meine Hausaufgaben im Vorfeld machen, damit ich auch dann schnell entscheiden kann, weil sonst bin ich leider nicht dabei. Also dann habe ich nicht die Möglichkeit, da auch dabei zu sein und ein Angebot abzugeben.